Wer weiß, was das ist, weiß, was das ist, weiß, was das ist. Was ist die treibende Kraft dieser Welt? Was ist die Kraft, die uns alle in Atem hält? Was ist die treibende Kraft? Jemand, der Heimat verbunden, Mannheim verbunden ist, glaube ich, für den passt das Thema in jedem Fall. Jemand, für den Fahrrad wichtig ist, passt es auch in jedem Fall. Und ich glaube auch einfach dieses Thema, die treibende Kraft, wie das Stück auch heißt. Also es gibt eigentlich so viele Gründe, das Musical zu gehen, dass ich fast gar nicht weiß jetzt, welche ich zuerst nennen soll. Ein halbes Kreuz, ein Kreuz gebrochen. Jesus Maria, ein Josef. Kreuz gebrochen und mit einer Geraden als Bock verbunden. Zwei Dreiecke. Eins hier, ja, das, und eins da. Das müsste die Apparatur stabilisieren. Und doch schlank genug, um mit genug Impuls. Fahr jetzt schnell über die Chaussee. Also ich fand besonders gut, wie diese historische Situation so ganz nett und durch kleine Anekdoten eingebaut worden ist, sodass man wirklich verstand, aus welcher Situation heraus ist eigentlich diese Erfindung entstanden. Ich finde es eine tolle Mischung so aus Pop, Rock und Klassik irgendwie. Was aber trotzdem, es wirkt nicht zu modern für die Geschichte, die so ein bisschen historisch angelegt ist. Aber es hat schon irgendwie so den richtigen Pep dafür. Und manchmal liegen die Antworten vor uns und trotzdem können wir sie nicht sehen. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich erlebe das immer so ein bisschen wie im Rausch. Also davor waren sie sich aufgeregt natürlich. Und wenn es dann aber losgeht, dann ist man so einfach drin. Und dann geht man da durch. Und ich bin nicht einfach nur durchgegangen, sondern ich hatte echt viel Spaß. Es war einfach eine schöne Premiere jetzt. Ja. Wir wussten ja schon in den letzten Wochen und Tagen und haben es geahnt, was wir für eine Perle da auf die Bühne bringen. Aber jetzt der Zuspruch und die Begeisterung der Zuschauer hat uns eigentlich genau in dem bestätigt, dass wir für dieses Radjubiläumsjahr in Mannheim genau die richtige Produktion auf die Bühne gebracht haben. Ja, ich fand natürlich toll, dass bei allem Unterhaltungswert einfach auch ganz viel Zeitkolorit auch mit vermittelt worden ist, auch die politischen Umstände sich auch mit vermitteln, etwas von der Familiengeschichte, und das ist schon eine große Leistung. Ganz von vorne an. Thank you.